So, da sind wir schon wieder. Landwirtschaftssimulator 15. Ja, in der letzten Folge habe ich ja so ein bisschen mich ausgelassen über die Modding-Community bzw. über den Umgangston, der dort eben teilweise herrscht. Der eben natürlich so ein bisschen auch für zu Missgunst bzw. dazu führt, dass viele Modder sagen, nee, dann leckt mich doch gerade am Arsch, da behalte ich meine Mods für mich. Muss also auch sagen, ich merke es ja bei mir selber, das Modden macht einen riesen Spaß. Und dementsprechend wird natürlich wohl kaum oder ja, die meisten Modder wirklich, die werden nicht aufhören, nur weil ihnen der Umgangston nicht passt. Die modden weiter, so wie ich auch weiterhin modde. Das Einzige, was bei mir eben aufgehört hat, ist, dass ich meine Mods eben zum Download anbiete, ja. Weil ich einfach sage, nee, so wie sich die Community zurzeit benimmt, hat sie meine Mods eben nicht verdient. Und ja, so machen das natürlich viele. Das heißt, die modden nach wie vor noch. Och, wieso ist denn hier jetzt schon wieder GPS aus? Die, unten lassen. Die modden nach wie vor noch, aber die modden halt dann nur noch für sich, haben vielleicht auch einen kleineren Freundeskreis, dem sie per E-Mail die Mods noch zukommen lassen. Aber die große Masse bekommt eben nichts mehr davon ab. Und ist natürlich, wenn jeder Modder so denkt, sehr, sehr schade, weil wir auf sehr viele guten Mods, zum Beispiel auch hier GPS, verzichten müssten. Und von dem her halt, ja, sollte man sich halt wirklich überlegen, ob man da nicht ein bisschen was ändert. Und da, wo man definitiv was ändern kann, ist bei sich selbst. Dementsprechend vielleicht einfach mal so als kleines Ding nachzudenken, wie benimmt man sich selber in der Community und kann man dort vielleicht auch ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen und damit zwar nur einen sehr, sehr geringen Teil tun, aber einen Teil damit natürlich der Community beitragen, dass sie vielleicht wieder besser wird. Und je mehr da natürlich sich vielleicht ändern oder sagen, okay, ich versuche jetzt wirklich ein gutes Beispiel zu geben, umso größer ist natürlich die Chance, dass sich wirklich was ändert. Man kann es bei den anderen nicht erzwingen, man kann nur bei sich selber sagen, okay, ich fange hier jetzt mal an. So, und da würde ich aber sagen, für dieses große, schwere Thema ist hier jetzt dann auch Ende. Noch einmal rum und eine Bahn und dann ist auch mit Grubbern hier Ende. So, hier stelle ich jetzt meine Bahn einfach ein bisschen weiter rüber. Und dann sollte ich hier auch ohne nochmal zurücksetzen zu müssen alles mitkriegen. Ja, und dann wird bald die große Lücke kommen, wo ich dann eine Nacht vorspulen werde bis zum nächsten Tag. Und ja, da ich hier nicht den Fast Forward, den schnellen Vorspuler drin habe, werde ich das also natürlich ohne Aufnahme machen. Und dann schauen wir uns dementsprechend an, dass wir mit der nächsten Ernte beginnen können. Und dann sollten wir doch langsam aber sicher wirklich auch Geld zusammenbekommen, um uns immer mehr zu ermöglichen, uns größere Maschinen leisten zu können. Und damit natürlich auch immer schneller arbeiten zu können, dass wir hier nicht drei Parts lang am Grubbern sind. Ich weiß, das ist vom Zuschauen natürlich nicht unbedingt so interessant. So, da kann man GPS ausschalten.
Gut, machen wir gerade noch Allrad aus. Macht man normalerweise im Stand. Im Spiel macht es nichts, aber in Wirklichkeit, im Real Life, ist es fürs Getriebe besser, das im Stand zu machen. Ja, der Helfer braucht noch einen Moment. Da ist halt jetzt die Frage, steigen wir in den anderen Traktor dann ein und werden da dementsprechend das auch noch per Hand machen? Oder sammeln wir hier ein paar Münzen ein, die wir hier am Wegrand sehen? Ich würde fast sagen, dann machen wir eher das. Wir müssen ja nicht alle einsammeln. Ja, ist generell ja noch die Frage, sammle ich hier alle Münzen ein oder eben nicht? Es wäre natürlich schon irgendwo, ja, eine Geldspritze direkt ist es ja nicht. Die Lager füllen sich halt. Aber wenn man die Lager dann natürlich verkauft, ist es doch eben wieder eine Geldspritze. Lenkrad gerade. Sonst dreht sich der Charakter. So, dann ist der Grubber doch mal schön sauber. Hält zwar nicht lange an, denn sobald er das nächste Mal im Einsatz ist, ist er nach ein paar Bahnen ja wieder dreckig wie noch was. Aber zumindest wenn er hier am Hof steht, kann er ja sauber sein. So, schön hier mit den Reifen. Mit den Reifen. So, Traktor sauber. Das Frontgewicht auch sauber. Und dann haben wir auch schon sauber die Hälfte dieser Folge rum. Ja, und wie gesagt, dann stellen wir das Gerät noch ab. So. Reicht mit der Zahnbürste, müssen wir hier nicht schrubben. Da stellen wir das Gerät noch sauber ab. So, da würde ich sagen, den Grubber stellen wir dann gerade dort hinten neben unseren Maishäcksler. Oder wir könnten natürlich auch, das ist eigentlich als Ballenlager gedacht, aber solange wir nicht mit Ballen arbeiten, könnten wir das natürlich als Unterstand nutzen. Und dort eben zum Beispiel hier den Grubber unterstellen. Wir dann natürlich irgendwann mit Ballen arbeiten, werden wir das wieder rausnehmen müssen. So, wieder vorwärts. Dann können wir jetzt auch endlich wieder Innenansicht. Ja, ich mag die Innenansicht. Mir gefällt das wesentlich besser. Aber halt gerade bei so Feldarbeiten ist es manchmal doch vorteilhaft, wenn man sein Gerät dann eben mit anschauen kann. Oh, wir stellen das Frontgewicht dort noch mit ab. So, stellen wir gerade in die Mitte. Uff. Zaun getroffen, Stück zurück, Motor aus, damit es auch sauber bleibt. Und dann können wir unser Gerätchen in die Garage, in den Carport, Traktorport, wie auch immer. Ein Carport ist es ja nicht, wir stellen ja kein Auto rein. Zumindest noch nicht. Vielleicht holen wir uns ja irgendwann den Pickup. So. Und Handbremse ziehen. Aussteigen. So, und dann, wie gesagt, können wir ja mal so ein paar Münzchen einsammeln. Zumindest, was wir hier am Hof so finden.
Haben wir inzwischen Eier zum Einsammeln? Nee, haben wir immer noch nicht. So, hier oben hatten wir aber eine Münze. Laufen wir mal was schneller. Hier lag doch eine im Gras, ja. So, haben wir schon zwei Stück. Wow, Reichtum. Lag hier nicht irgendwo hinten noch eine in der Nähe dieser Kreuzung? Oder verwechsel ich das gerade mit einer anderen Map? Sehe ich jetzt hier nichts. Nee, dann war das vielleicht eine andere Map oder die Vorgängerversion. Da liegt was. Kling. So, na sehen wir. Ein bisschen Weizen, ein bisschen Gerste haben wir. Sonst sieht es ziemlich mau aus. Ha, da haben wir noch eine Münze. Ja, die ersten 10, die muss man ja suchen. Und alle weiteren Münzen werden dann freundlicherweise auf der Karte angezeigt. So, gehen wir mal hier Seedmaster schauen. Also wirklich viel ist immer noch nicht passiert. Na? Da ist 17%. Naja, gut. Ist immerhin auch schon wieder eine Füllung. So, ein kleines bisschen Wolle haben wir auch schon. So, hier war doch... Da war sie schon. Ich muss sagen, da war doch auch noch eine Münze. Ja. Ach, da ist ein Tor sogar zu. Ja, schauen wir uns doch hier mal so ein bisschen mehr Details an. Höher, höher. Ja, leider muss man hier mitgehen. So, so sieht's aus, als würden wir hier auf dem Schaf reiten. Wahnsinn. Haha. Hops. So, da fressen sie und saufen sie schön. Ja. Uppala, hier haben wir unsere Kühe. So, machen wir mal Bullriding. Auf! Höher, höher! Hey, 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 hey! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ja! So reitet man. Sehr schön. Ja, Spaß muss ab und zu auch mal sein. So, melken lassen wollen wir uns nicht. So, können wir mal wieder Schritten schneller laufen. Ja, der Part ist doch auch schon bald wieder zu Ende. Schauen wir uns doch hier mal das gute Güllelager an. Ja, leer ist es. Haben wir bisher noch nichts drin. Hier haben wir die Pumpe zum Abpumpen. Ah, hier haben wir dann einen Füllstandsanzeiger. Sehr schön. Falls wir dann nicht schaffen, reinzuschauen. So, und hier Tür öffnen. Hier müssen wir dann abladen. Ah, auch schön. So, komm mal da drunter durch. Nee. Aber da ist doch eine Leiter. Da muss man doch runterlaufen können. So, jetzt sind wir mal unten. Hier sehen wir also den Schlauch, mit dem wir nach oben dann abpumpen können. Sehen wir natürlich, eigentlich können wir das Ganze nicht ganz leer hauen. Weil der geht ja gar nicht bis ganz nach unten. Da müsste also eigentlich dann sogar eher irgendwo ein Ablauf noch sein, wo der Rest dann weggeht. Aber naja, das sind kleine Details. Ja, und da sehen wir, da wird es dann im Endeffekt durchgepumpt. So, komm mal hier die Leiter. Oh, das geht ja schneller als gedacht.
Und hier kippt man dann eben rein. Ach, und so rum kann ich raus, aber so rum nicht. Okay. So rum Brett vom Kopf, aber anders darum ist okay. Ist okay. Ja. So, da haben wir da natürlich noch ein Tor zum Reinfahren. Da hätten wir ein Tor zum Reinfahren. Kann man auch zum Rausfahren nehmen. Und wir werden aber hier jetzt Tor schließen, nachdem wir draußen sind. Und damit ist das Tor zu, die Folge rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann allerdings schon im nächsten Ingame-Tag. Das heißt, ich werde jetzt offscreen den Helfer noch fertig sehen lassen, die Zeit vorspulen und erst dann wieder auf das Aufnahmeknöpfchen drücken. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao!